My vision of the future of the radio is one where we're in full partnership with the audience, where we create programming together, where we are a community together. Meine Vision der Zukunft des Radios ist ein total hörernahes Radio, das seine Hörer mitnimmt und bei dem die Moderatoren, die das tun sollen, völlig angstfrei arbeiten können und keine Schere im Kopf haben und keine Angst haben müssen vor irgendwelchen Vorgesetzten. Meine Vision von der Zukunft des Radios ist, dass wir mit Antenne Bayern auf allen relevanten Plattformen mit der Marke Antenne Bayern vertreten sind. Radio hat im Gegensatz zu Streamingdiensten eine Seele. Streamingdienste haben keine Seele. Und Radio hat eine Seele und ich glaube, das wird am Ende des Tages die Entscheidung für das Radio ausmachen. Nicht in allen Lebenssituationen und nicht immer, aber in vielen Lebenssituationen. Von daher, sterben, nein. It's not dying, but I think that there will be a shift in habits. I think that people really are attracted to the idea of on-demand audio. So it's not going anywhere anytime soon, but eventually we'll probably get to a place where on-demand audio is what dominates. Die Streamingdienste fangen ja auch an, Radioleute einzustellen, weil sie um den Wert langsam wissen. Der Algorithmus per se ist kalt. Das verbindende Momentum der Moderatoren mit den Hörern ist stärker, als die gedacht haben. Also Radio stirbt nicht und wir werden uns mit der neuen Konkurrenz auseinandersetzen. I think that in the future it's important for us to develop a direct relationship with the audience, whether it's in how we present our programming or how we act within the social space within Twitter or Facebook or Instagram. Radio muss auf die Herausforderungen, die es gibt und die liegen momentan natürlich in sozialen Netzwerken, bei Twitter, bei Facebook, bei Instagram, wo auch immer, muss ich diesen Herausforderungen schon stellen, aber immer mit seinen Persönlichkeiten. Das heißt, nicht irgendwas la pour la machen, also wir machen jetzt auch Facebook, sondern da müssen die Leute auftauchen, die die Leute auch im Radio hören. Ich glaube, diese Form von Nähe auch in diesen sozialen Netzwerken herzustellen, das wird eine große Aufgabe. Das ist meines Erachtens eine fast radikale Konzentration auf die Bedürfnisse der Hörer. Der Hörer ist zugleich User und wir müssen verstehen, wann ist der Hörer wo, was hat er schon an Informationen, was können wir noch zusätzlich liefern. Das verändert auch die redaktionelle Arbeit.